Guten Abend und herzlich willkommen hier bei unserer zweiten Qualifikationsshow. Schön, dass Sie dabei sind und sich mit uns freuen auf 16 neue Kandidatinnen. Ja, die meisten von Ihnen wirklich zum ersten Mal live im Fernsehen und werden hier live singen. Das ist natürlich alles sehr aufregend, aber gerade beim Opener, muss ich sagen, habe ich von Aufregung nicht viel mitbekommen. Da waren strahlende Gesichter, da war ganz viel Begeisterung und die wilde Entschlossenheit, diese Bühne heute Abend zu rocken. Und dafür, meine Lieben, wünschen wir euch an dieser Stelle natürlich alles Gute. Toi, toi, toi. Good Vibes. Ihr macht das. Aber so richtig. Und damit, meine Lieben und liebe Zuschauer zu Hause, ist es natürlich auch Zeit für die wichtigste Frage des Abends, nämlich, was trägt Arabella diesmal? Nein, die wichtigste Frage des Abends ist natürlich, wer von unseren Talenten wird aufsteigen ins Semifinale? Aber das entscheidet heute wieder unsere Jury. Guten Abend, Ina Regen. Hallo. Hallo. Nina Sonnenberg. Servus, hallo, grüß dich. Und Tim Bensko. Ihr habt ja auch gerade die emotionalen Bilder von letzter Woche gesehen, Ina. Ist man gleich noch mal in dem Gefühl drinnen vom vergangenen Freitag. Was hat euch denn damals am meisten überrascht? Ich glaube, mich hat am meisten überrascht, wie hoch das Niveau war. Also es sollte mich nicht überraschen, weil ich weiß, wie talentiert Österreich ist. Aber das dann gesammelt auf einer Bühne zu sehen, hat unseren Job noch viel schwieriger gemacht. Und dass ich dann der Bad Cop war, hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Du hast so oft was sagen müssen zu dieser roten Karte und hast dir deswegen heute gleich ein rotes Sakko angezogen. Genau, und imaginäre Samthandschuhe. Ich verspreche es, ich kann ganz lieb sein. Du bist eine ganz Liebe. Aber ihr müsst natürlich auch bewerten, beurteilen, das ist ganz klar. Ja. Aber wir haben ja auch aufgepasst, was ihr gesagt habt. Oft ist so gefallen, ja, Gefühl, es muss mehr Gefühl irgendwie auf die Bühne. Da habe ich mir gedacht, wenn man als Kandidat so ein bisschen taktieren wollen würde, könnte man ja sagen, die wollen Gefühl, singe ich einfach eine Ballade. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Funktioniert das so, Tim? Ja, man kann auf jeden Fall nicht oft genug betonen, wie wichtig die Songauswahl ist. Und es ist, glaube ich, relativ egal, was das für ein Song ist, aber der muss ein Song sein, mit dem man sich total sicher fühlt. Und natürlich ein Song sein, in dem man seine Stimme am besten in allen Facetten in der kurzen Zeit zeigen kann und auch sich selber so zeigen kann, dass man hier guten Eindruck macht. Ja, also ganz schönes Anforderungsprofil, muss man ehrlich sagen. Wir würden in Wien sagen, Kack-Made-Wiesen. Also ganz so einfach ist es nicht, aber das ist die Krux an der Sache natürlich. Ja, genau. Übersetzung, Hochdeutsch, gemähte Wiese. Sofort notiert, ja. Merke ich mir. So, aber vielleicht gibt es noch irgendwie einen ganz konkreten Tipp, Nina, den du jetzt den Kandidatinnen auf den Weg geben kannst, den sie jetzt unbedingt beherzigen sollten bei ihren Solo-Performances. Tja, ich drehe mich lieber zu euch um, das muss ich ja nicht dir sagen dann. Ja, vor allem viel Spaß haben. Ich glaube, also ich bin also überrascht von dem, was ich schon von euch gesehen habe. Und ich würde mich nicht trauen, an eurer Stelle zu sitzen, ganz ernsthaft. Ich würde jetzt schon hyperventilierend vom Stuhl fallen. Das würde ich nicht aushalten, gerade hier so Bewertungen und alles. Aber es geht halt am Schluss, auch wenn das immer so nur dahingesagt ist, darum, dass ihr Spaß habt. Ich meine, so oft hat man gerade im Moment nicht so viel Spaß. Und ich freue mich sehr, endlich wieder live Menschen singen zu hören. Ihr seid ja, super. Voll. Und egal, wie das Ergebnis ist, haut rein. So. Amen. Halleluja. Halleluja. Sie hat gesprochen und wir haben es vernommen. Vor allen Dingen der erste Kandidat, der jetzt schon in meinem Rücken scharrt und unbedingt auf die Bühne will. Er will unbedingt singen, wird danach natürlich von der Jury beurteilt. Also insofern alles wie vergangenen Freitag.